Junge Vater, was war das bitte für eine Quest? Ich fühle mich ja ein bisschen schlecht. Ich fühle mich ja ein bisschen schlecht, dass ich jetzt so ein bisschen so in der Art gecheatet habe. Und ja, dadurch, dass ich gestorben bin, konnte ich mich nochmal neu entscheiden. Weil eigentlich habe ich gedacht, ich lasse meine ganzen Entscheidungen, die ich getroffen habe, aber ja. Naja, jetzt ist es so, wir haben die Hohepriesterin doch durchgebracht, obwohl wir sie am Anfang umgebracht hatten. Gut. Alles klar, dann würde ich sagen, holen wir uns kurz den Aussichtspunkt hier und dann überlegen wir mal, wo wir hingehen. Ich bin am Überlegen, oder ich war am Überlegen, dass wir jetzt zu unserer Mutter gehen, weil Lakonien ist hier genau gegenüber. Und dann... Ich habe diesen Kran noch nicht eingenommen. Really? Da war ich doch schon. Na egal. Okay. Ja. Und dann quasi die Sparta-Reihe weitermachen. Wir gehen jetzt quasi rüber nach Lakonien, also Sparta. Und treffen da unsere Mutter. Ja. Das ist der Plan. Und lassen erstmal diese ganzen Artefakte liegen. Oder sollen wir weiter die Artefakte jagen? Können wir jetzt noch immer aussuchen. Wenn ich jetzt das nächste Artefakt jag. Eigentlich ist das ja unsere ganze Ding. Das beruht gerade auf alles, was wir hier aufbauen. Ach komm, wir suchen das nächste Artefakt. Erstmal die Anestraja rufen. So. Als nächstes müssen wir, um die Tore von Atlantis zu schließen, die schließen wir als erstes, komm, egal, wir schließen als erstes die Tore von Atlantis. Und da müssen wir als nächstes nach Buiten. Das ist hier. Nach Buiten. Ich weiß nicht, ob die hier ein Ding haben. Sieht nicht so aus, ne? Aber ich könnte auch in die Nähe eigentlich per Schnellreise dann einfach hochlaufen. Nach Buiten rein. Aber ich glaube, die haben auch... Ja, hier haben sie einen Dock. Wie komme ich da jetzt hin? Da komme ich nicht so schnell hin, ne? Oh, im Pokris habe ich auch noch eine Nebenquest. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Und hier muss ich sogar... Ah, ja, stimmt. Ah, ja, stimmt. Ich muss ja noch Ding abgeben. Ja, das machen wir als erstes. Ich muss noch meine Felle abgeben. Das habe ich ja ganz vergessen. Okay. Ab jetzt. Was, ob ich den Film 300 kenne? Ja, na klar. Bestienbezwinger. Ja. Ich bin froh, dich wiederzusehen. Ja, ich bin auch froh, dich wiederzusehen. Moment. Ich bin doch nicht so froh. Ich habe das ganz leise eingestellt gehabt. Ich habe das Fell der Hyäne. Bitte. Das Fell der Hyäne. Nimm es. Diese flohverseuchten Aasfresser ekeln mich an. Wir müssen lernen, das Schöne in allen Dingen zu sehen. Okay. Ich verstehe. Du hast recht. Es ist nur ein Tier und handelt nach seiner Natur. Wie wir alle, nicht? Okay, ich komme zurück, sobald ich die anderen Bestien gelegt habe. Ich komme zurück, wenn ich die Felle habe. Okay. Aber ich...
Jetzt bin ich schon ein bisschen neugierig. Hier gibt es jetzt natürlich auch wieder eine Quest. Und wir müssen hier eine Quest abgeben. Ja gut, dann machen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Dann gehen wir da runter, geben hier die Quest ab und machen dann Sokrates-Verhandlung. Oh nein, nicht schon wieder Sokrates. Dann haben wir uns doch wieder ein bisschen abgewandt. Ein bisschen Nebenkram machen, warum nicht? Wir hatten ja zwei epische Geschichten. Und zwei epische Kämpfe jetzt in den letzten Parts. Also gehen wir es wieder ein bisschen langsam an. Oh, vielleicht ist die Geschichte auch interessant. Wer weiß. Jetzt muss ich die erstmal abgeben. Ey. Das werde ich niemals vergessen. Niemals. Okay, kein Problem. Das werde ich niemals vergessen. Und ja, so holt man sich mal kurz Erfahrung und einen Haufen Kohle. Nice! Level 44. Okay. Ist das Sokrates Haus? Nein, oder? Ach, wer weiß. Ich bin hier, um Sokrates zu sehen. Alexios! Du weißt, wer ich bin? Natürlich weiß ich das. Sokrates spricht ununterbrochen von dir. Und du bist? Seine Frau natürlich. Ich bin Xantippe. Was? Ich wusste nicht, dass Sokrates verheiratet ist. Sokrates hat mir nie erzählt, dass er eine Frau hat. Typisch. Er hält höchstens mal den Mund, wenn er gerade isst. Aber mich zu erwähnen, vergisst er natürlich. Also, wo ist Sokrates? Er schrieb mir, dass er mich hier treffen wollte. Das wüsste ich auch gerne. Er ging gestern Nacht zu einem Symposium und ist noch nicht nach Hause gekommen. Dann sollte ich vielleicht dort nach ihm suchen. Ich war gerade selbst auf dem Weg dorthin. Komm, leiste mir Gesellschaft. Okay. Wie lange seid ihr schon verheiratet? Schon eine ganze Weile. Was hat er denn an sich, dass du so sehr liebst? Liebe würde ich das nicht nennen. Er bereitet mir ständig Verdruss. Das überrascht mich nicht. Trotzdem lohnt sich der Verdruss. Sein Verstand ist ohnegleichen. Abgesehen davon ist er ein ziemlich guter Liebhaber. Aha. Das will ich mir lieber nicht vorstellen. Ich auch nicht. Deshalb ist der Kibiris vermutlich auch so vernarrt in ihn. Bitte erwähne diesen Namen nicht. Immer kommt er betrunken vorbei und schickt Sokrates Geschenke wie diese riesigen Kuchen. Das wusste ich nicht. Schon gut. Okay. Sokrates ist verheiratet gewesen? Ja klar, warum nicht? Ich meine, er ist jetzt nicht der hübscheste Mann, aber anscheinend ein guter Liebhaber. Xantippe! Xantippe! Hier drüben! Ja. Xantippe! Was ist los? Sokrates, sie nahmen ihn mit. Sie meinten, er stünde unter Arrest. Was? Weswegen? Ich habe keine Ahnung. Wir unterhielten uns noch nach dem Symposium. Ich würde sagen, frag ihn doch selbst, aber er wird sicher bewacht. Sie haben ihn nach Südosten gebracht. Dieser Narr! Ich wusste doch, dass es so kommen würde. Ich finde ihn. Keine Sorge. Das hat er sich selbst zuzuschreiben. Am besten, wir lassen den Dingen ihren Lauf. Was? Unglaublich, dass Sokrates festgenommen wurde. Ich muss herausfinden, was geschehen ist. Ja, finden wir das mal heraus. Und hier seine Frau. Ja, er ist selber schuld. Ja, lassen wir es doch einfach. Wahrscheinlich hat er sich wieder mit irgendwelchen Leuten angelegt und hat eine Diskussion geführt. Und ja, der war halt ein hohes Tier und hat ihn jetzt abführen lassen. Okay. Dann lasse ich mich mal lieber nicht sehen. Das ist ein Gefängnis, oder was? Mal gucken. Haus des Anführers. Er hat sich also mit dem Anführer angelegt. Okay, alles klar. Dieser Sokrates. Oha, wie viele sind denn da bitte? Am besten, wir gehen rein. Wir haben das Haus schon eingenommen.
Dann gehen wir einfach nur rein und suchen Sokrates und verschwinden wieder. Natürlich ist er im Haus drin, war ja klar. Kann's auch anders sein. Ich muss vorne rein. Shit. Ah, neue Unterkünfte wären nicht schlecht für euch, ja? Natürlich. Nein, nein, nein! Oh Gott! Toll. Hab ich da was gesehen? Ich hoffe mal nicht. Was? Mist, Alter. Ich zieh weg hier. Das war echt knapp gerade, echt. Wirklich knapp. Okay, den einen oder anderen muss ich ausschalten. Okay, das macht aber keinen Sinn, den jetzt auszuschalten. Ah, die verlassen alle ihre Plätze. Sehr gut. Okay. Und tschüss. Bye bye. Okay, schnell rein. Alexios, was machst du denn hier? Das könnte ich dich auch fragen. Ich bin nun einmal hier, doch ich wüsste gerne, wie du hierher kommst. Haben dich die Wachen reingelassen? Die Wachen ließen mich rein. Ich habe sie getötet. Nein, die Wachen ließen mich rein, sage ich jetzt einfach mal so. Ich musste nur erwähnen, wie nahe wir uns stehen. Und sie haben mich zu dir gelassen. Ah, du hast angewandt, was du von mir gelernt hast. Beeindruckend. Meine Worte schlagen sehr, sehr, sehr tiefe Wunden. Die Sorge weiß ich zu schätzen. Aber wenn du nur etwas länger gewartet hättest, dann wäre das Verfahren vorbei und ich wäre frei. Du gehst zu keinem Verfahren. Ich hole dich heraus. Ich verstehe deine Sorge, aber was würde eine Flucht bringen, außer anderen zu beweisen, dass ich schuldig bin? Nein, ich freue mich sogar auf dieses Verfahren. Du bist verrückt. Du willst deine Verhandlung nur, um zu beweisen, dass du sie von deiner Unschuld überzeugen kannst? Genau das! Du suchst dir deinen Nervenkitzel, ich suche mir meinen. Warum genau wurdest du festgenommen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Und das stört dich nicht? Manchmal kommt das Verständnis nicht dann, wenn wir es uns wünschen. Noch wichtiger ist, dass ich hierdurch die dringend benötigte Zeit zum Nachdenken habe. Und worüber? Ich war bei der Pythia und sie sagte, es gäbe niemanden, der weiser wäre als ich. Ein faszinierender Gedanke, der mich einfach nicht mehr loslässt. Sokrates, die Pythia ist... Es ist nicht wichtig, was du glaubst, was sie ist oder nicht ist. Ich muss nicht nur ihre Worte, sondern auch mein eigenes Selbst bedenken. Ich weiß nichts. Wie könnte man mich also weise nennen? Was hat das damit zu tun, dass man dich eingesperrt hat? Meine Zeit hier und das Verfahren werden mir helfen, die Antwort zu finden. Ich komme zurecht. Vertrau mir. Okay. Warum hast du nicht gesagt, dass du verheiratet bist? Hättest du mir vertrauen können, so lange wie wir uns jetzt schon kennen. Ich kenne dich schon eine ganze Weile. Das stimmt. Und würdest du uns Freunde nennen? Würde ich. Und Freunde teilen Wichtiges miteinander, nicht wahr? So ist es. Und warum wusste ich da nicht, dass du verheiratet bist? Nach dem, was du gerade gesagt hast, sind wir entweder keine Freunde, oder Freunde teilen nicht alles miteinander. Also, was ist das?
Ich habe mich oft gefragt, wie sehr du dir unsere Gespräche zu Herzen genommen hast. Nun habe ich meine Antwort. Ja. Was hast du gemacht, als du verhaftet wurdest? Was hast du gemacht, um verhaftet zu werden? Ich habe meine Meinung gesagt. Wenn man dafür verhaftet werden kann, bin ich deshalb hier. In Zukunft solltest du vorsichtiger sein. Du riskierst jedes Mal Leib und Leben, wenn du deine Klinge ziehst. Nur weil es bei mir die Zunge ist, die spitz ist, heißt das nicht, dass ich nicht bereit bin, die Konsequenzen zu tragen. Okay. Da du nicht mit mir mitkommen willst, suche ich die Pythia eben selbst auf. Das wird nicht nötig sein. Ich gehe der Sache auf den Grund. Ich lasse es nicht zur Verhandlung kommen, auch wenn du dir deines Freispruchs sicher bist. Ach, Alexios, du! Ich komme wieder, wenn ich hab, was ich brauche. Oh, wir gehen mal wieder zur Pythia. Unsere beste Freundin. Hoffentlich komme ich jetzt nicht aus der Tür und habe jetzt gleich Ärger. Ich hab's gerade eben gesagt, ich bin da mal weg. Alter Falter. Alter, ich komme aus der Tür raus. Was? Wo kommst du denn her? Tschüss. Ich bin weg. Ja, beruhigt euch wieder. Mein Gott, ich war doch nur meinen Kumpel besuchen. Ich wusste es, Alter. Naja, egal. Die machen ja nur ihre Arbeit. Ist ja nicht schlimm. Ein nettes Lagerfeuer hier habt ihr. Schick. Naja, aber ich muss weiter. Ich muss zur Pythia. Aber die Pythia können wir ja besuchen. Per Schnellreise. Weil ewig lang durchs Land rennen ist jetzt auch wieder nicht mein Fall. Wie geil bitte das war. Naja. Ich dachte, die wäre tot. Vielleicht ist eine neue Pythia. Wer weiß. Ich hab gedacht, der Kult des Kosmos hat sie umgebracht. Schauen wir mal. Ich muss zur Pythia. Oh nein, nicht du. Du erinnerst dich noch? Geh einfach. Ich bin zu alt für so etwas. Okay, ich darf gleich durch. Geh einfach. Was? Was zur Hölle? Warum? Moment mal, hey! Ich bin hier erstmal reingekommen. Was ist los mit euch, Alter? Warum seid ihr gleich so aggro? Da muss ich mir halt den Weg freikämpfen. Au. Ich will doch nur ein bisschen mit der Pythia reden. Alles cool. Aua. Verpiss dich, Junge. Jetzt reicht's. Zack, zack, zack. Und zack. Dann muss ich hier jetzt auch noch im Tempel Blut vergießen. Nur weil ihr nicht mit mir reden wollt, sondern gleich angreift. Penner. Gibt's doch nicht. Oh, aua. Ja, ja, stirb selber. Los, zurück. Auf den... in den Tisch rein. Okay, der stirbt. Komm schon. Alter, kommst du rein, kriegst du wieder hier ordentlich Backpfeife. Okay. Das ist dafür, dass ihr mich mit mir angelegt habt. Pythia! Wo ist sie hin? Hey, ich will doch nur reden. Hast du Angst? Wenn du nach oben gehst, tritt nicht in das Blut. Du schon wieder. Ich bin aus einem anderen Grund hier.
Nach deinem letzten Besuch wurde ich gefoltert. Ich dachte, sie bringen mich um, genau wie ich es dir gesagt hatte. Es tat so weh, dass ich um den Tod bettelte. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Spute dich einfach und sag mir, was du willst. Du hast Sokrates etwas gesagt und ich will wissen, warum. Es ist sonderbar zu hinterfragen, warum die Pythia spricht. Ich weiß, warum du sprichst und ich weiß, wer über deine Stimme gebietet. Warum wollte der Kult, dass du Sokrates sagst, er wäre der Weiseste? Das hat mir nicht der Kult aufgetragen. Das kam von mir selbst. Okay, das ergibt keinen Sinn. Das würde der Kult niemals zulassen. Deshalb war ich auch sehr vorsichtig. Ich hätte Sokrates gern als Verbündeten, aber ich konnte ihn nie einfach so um Hilfe bitten. Verbündeter? Wofür? Ich weiß viel über Sokrates. Nicht nur er hat mich oft besucht, sondern auch seine Schüler. Komm zur Sache. Du weißt, dass die Götter nicht durch mich sprechen. Ich spüre, dass Sokrates derjenige ist, der auch andere davon überzeugen könnte. Wenn ihm das gelingt, braucht mich der Kult nicht mehr. Du hoffst also, er kommt zu dem Schluss, dass die Götter nicht existieren? Es spielt keine Rolle, ob Sokrates an ihre Existenz glaubt. Er muss nur daran zweifeln, dass sie durch mich sprechen. Oh, okay. Und warum hast du Sokrates den Weisetest? Was? Den Weisesten genannt? Ich verstehe, warum du meinst, Sokrates könnte helfen. Aber warum sagst du ihm, er sei der Weiseste? Er wird sich fragen, was es heißt, der Weiseste zu sein. Ich hoffe, er begreift, dass er das nicht ist und beginnt am Wort der Götter zu zweifeln. Hm. Warum hast du ihm nicht einfach die Wahrheit gesagt? Wenn du ihm einfach gesagt hättest, dass deine Worte nicht die der Götter sind, wäre dann nicht der gleiche Zweck erfüllt? Noch dazu viel schneller? Sokrates ist kein Mann, der auf einfache Antworten aus ist. Sein Antrieb ist größer, wenn er die Antworten selbst finden muss. Hm. Naja, ich habe, was du brauchst. Das wird langsam etwas kompliziert. Was du auch tust, verrate Sokrates nichts. Ich verstehe. Er muss selbst auf die Antwort kommen. Hm. Ganz genau. Aber wenn du Sokrates wirklich helfen willst... Kurz vor dir war ein Schüler von ihm hier. Er wirkte... verzweifelt. Verzweifelt? Er presste sich ein Buch an die Brust und sah sich ständig um. Er erzählte mir, er würde in ein Grab in der Nähe gehen, bis es wieder sicher für ihn wäre. Danke. Ich suche ihn. Okay. Ja, erstmal Blut verteilt im Tempel, um mit der Pythia zu reden. Nice. Bitte, komm nie wieder hierher. Was? Ja, ja. Ich glaube, das war auch das letzte Mal, dass wir mit der Pythia geredet haben. Das Grab der Pythia. Das habe ich noch gar nicht gefunden, oder? Doch, habe ich. Hier ist er. Alles klar. Dann gehen wir mal gucken. Ach guck. Da sind sie wieder hier am Tanzen und am Musik machen. Das ist es. Okay. Bin ich mal gespannt, was dieser Schüler von Sokrates für ein Problem hat. Ich war hier zwar schon drin, aber nichts zu sehen. Dass ich von meiner Gräberangst erzählt habe. Wie war das? Nichts. Okay. Ich gehe mal hier durch. Den Wachen aus dem Weg. Und schon wieder alles voll mit Schlangen, Alter. Das gibt's doch nicht.
So wie es aussieht, muss ich ihn suchen, ne? Hä, ich hab das doch alles schon eigentlich... Oh, das... Warum bleibt es nicht angezündet? Voll dumm. Egal. Muss ich hier doch wieder entlang. Dieses Grab ist größer, als ich dachte. Er muss hier irgendwo sein. Ja, wir waren hier schon drin. Uah! Au! Aua! Mistvieh! Ja, ich war hier noch... War hier schon... Ist ja voll dumm. Ja, lass mal. Lass mal sein, du dumme Schlange. Du auch. Hey, Schluss! Keine Lust, ich hab genug Schlangen-Ding. Die sind einfach alle wieder da. Hier drin ist er nicht, oder? Nein, da ist nur das Ding, was ich schon gefunden habe. Ja, ja. Weg mit dir! Ah. Aua! Oh, Mistvieh! Da ist er ja. Hey, was machst du denn hier drin? Du brauchst keine Angst zu haben. Ich gehöre nicht zu denen. Das heißt nicht, dass du mich nicht trotzdem umbringst. Du bist das nur für dich selbst. Ich bin ein Freund von Sokrates. Wirklich? Beweise es. Sokrates ist der klügste Mann, den ich kenne. Ich muss gar nichts beweisen. Sokrates ist unglaublich nervig. Nee, wenn ich das sag, dann gibt er mir vielleicht recht, aber glaubt mir trotzdem nicht. Na. Ich bin noch nie einem so klugen Menschen wie Sokrates begegnet. Unsere Gespräche geben mir immer noch lange zu denken. Du kennst ihn, ich verstehe. Verzeih, dass ich zweifelte. Warum waren diese Männer hinter dir her? Aus irgendeinem Grund wollten sie diese Schriften von Sokrates. Nun, ich habe sie geschrieben, aber es sind seine Worte. Ein ausgefallenes Beutestück. Einer von ihnen war ein Großmaul. Er erwähnte die Priester im Heiligtum der Athener Pronea. Er meinte, das wäre das Letzte, was sie brauchen, um Sokrates loszuwerden. Aha. Was bringt Sokrates seinen Schülern eigentlich bei? Ich habe mich schon lange gefragt, was lehrt Sokrates eigentlich? So vieles. Folge ihm einfach einen ganzen Tag lang und du wirst nicht einschlafen können, weil dir so viel durch den Kopf geht. Ich weiß nicht, ob ich einen ganzen Tag mit ihm aushalte. Würde ich auch nicht. Was gefällt dir an Sokrates? Was brachte dich zu Sokrates? Ich kenne keinen, der so ist wie er. Und sicher wird sich das nicht so schnell ändern. Jeder Tag mit ihm ist ein lohnender Tag. Okay. Ich kümmere mich um die Priester. Keine Sorge. Ich kümmere mich um die Priester. Danke. Und nun ja, bitte gib dies Sokrates. Nach allem, was ich von ihm gelernt habe, schmerzen mich diese Worte. Aber ich habe eine Familie. Worum es auch geht, ich darf mich in nichts verstricken lassen. Dann willst du also nicht länger sein Schüler sein? Ich schätze, ich habe keine Wahl. Vielleicht ändert sich das eines Tages. Ich werde ihm diese Schriften überbringen. Danke. Und bitte beschütze ihn. Ohne ihn wäre diese Welt ein schlechterer Ort. Der Schüler hat mich auf etwas gebracht. Xantippe sagte etwas von einem Symposium. Vielleicht kann ich die anderen Teilnehmer dazu bringen, Sokrates zu helfen. Ich bin mir nicht sicher, warum die Priester Sokrates loswerden wollen. Aber ich muss mich um sie kümmern. Ich muss die nicht erledigen. Nö. Mehr Requests angenommen. Okay. Schauen wir mal. Ich muss mit ihm sprechen. Alles klar. Dann reden wir mal mit den Philosophen. Okay. Sind alle hier bei diesem Gedenkkreis hier? Also ich weiß nicht, was das ist. Podium oder ist das sowas wie so, keine Ahnung, naja, egal. Vielleicht kann ich sie dazu bringen, sich bei der Verhandlung für Sokrates einzusetzen. Nehmen Schüler nicht das auf, was ihre Lehrer ihnen beibringen? Was, wenn der Lehrer falsch liegt? Werden dessen falsche Lehren dann nicht über Generationen hinweg weitergegeben? Du setzt voraus, Schüler seien nicht weise genug, die Schwächen ihrer Lehrer zu durchschauen.
Denke an die, die vor uns kamen. Erst Thales, dann sein Schüler Anaximander und danach Anaximenes. Ohne die Lehren seiner Vorgänger darf man wohl davon ausgehen, dass Anaximenes nicht zu den von ihm gezogenen Schlüssen gelangt wäre. Das glaube ich ganz und gar nicht. Vielleicht kann dieses neue Gesicht eine andere Perspektive bieten. Ich weiß nicht, wer diese Leute sind. Ich habe nichts verstanden. Der Schüler übertrifft immer seinen Lehrer. Nicht immer. Ja, ich weiß nicht, wer diese Leute sind. Die Namen, die ihr da eben erwähnt habt, sagen mir gar nichts. Es ist nie zu spät, um dazu zu lernen. Und für eine Antwort muss man gar nicht wissen, wer sie sind. Besteht nicht die Gefahr, dass falsche Ideen weitergegeben werden, wenn ein Schüler nicht die Weisheit besitzt, selbst nach der Wahrheit zu suchen? Oh Gott, das sind alles hier so... Sokrates-Leute. Jeder muss für sich selbst denken. Wir müssen von unseren Lehrern lernen. Naja, erstmal muss man von den Lehrern lernen, um die Lehrer zu übertreffen. Wenn ein Schüler Fragen stellt, noch ehe er etwas von seinem Lehrer gelernt hat, enttäuscht er damit nicht nur seinen Lehrer, sondern auch sich selbst. Ja, und viele täten gut daran zu hinterfragen, was sie hören. Deine Erscheinung verrät dich, Söldling. Offenkundig hast du deinen eigenen Lehrer gewählt. So etwas in der Art. Er ist der Grund, weshalb ich hier bin. Sokrates braucht eure Hilfe. Sokrates? Ha! Wenn du eine Debatte möchtest, es dürfte uns schwerfallen zu entscheiden, wer diesen Mann mehr hasst. Warum sollten wir ihm helfen? Helft Sokrates, sonst werde ich euch wehtun. Sokrates ist genau wie ihr. Ja, das würde ich auch sagen. Es spielt keine Rolle, ob er euer schlimmster Feind ist. Wenn sie jemanden wie Sokrates nur seiner Worte wegen einsperren, wer sagt dann, dass sie das nicht auch mit euch machen? Ja. Wir sollen ihm also aus der Angst heraus helfen, selbst eingesperrt zu werden? Es schert mich nicht, warum ihr helft. Wenn ich seinen Namen nicht genannt hätte, hättet ihr seine Verhaftung dann für gerechtfertigt gehalten? Wenn es so ist, wie du sagst, und es nur an seinen Worten lag, dann nicht. Und habt ihr denn keine Angst, dass es euch genauso gehen könnte? Natürlich. Wenn wir nicht frei sprechen können, was bleibt uns dann noch? Wenn ihr das glaubt, solltet ihr helfen. Schön, schön. Du hast deinen Punkt vorgebracht und das auch noch sehr gut. Sokrates verdient unsere Hilfe, aber wir leisten sie nicht leichtfertig. Das macht sie sogar noch wertvoller. Wir gehen los und trommeln noch mehr zusammen, damit unsere Stimmen auch gehört werden. Ob du es glaubst oder nicht, wir sind gut darin, eine Szene zu machen. Wenn ihr wie Sokrates seid, glaube ich das gern. Nanu, ich habe noch nie gesehen, dass die sich so leicht überzeugen lassen. Interessant. Ist das so? Dann sollte ich wohl stolz sein. Ich bin überrascht, hier ein Kind zu sehen. Gibt es ein Alter, ab dem es in Ordnung wäre, zu debattieren? Was ist mit dem Abend vor jenem Geburtstag? Sollten wir uns, dadurch, wie die Welt uns sieht, von dem abhalten lassen, was wir gerne tun? Nun? Du nicht auch? Ich nehme es zurück. Oh, scheiße. Das ist einfach Sokrates in klein, oder was? Ich bereue, an dir gezweifelt zu haben. Danke. Ich glaube, es gibt kaum Größeres, als das Verständnis eines anderen zu erlangen. Da sind wir verschiedener Meinung. Meinungsverschiedenheiten vertiefen das Verständnis nur noch. Du bist das erste Kind, das ich treffe, das lieber debattiert als spielt. Verrate es nicht den anderen. Aber ich bin neidisch, dass du von Sokrates lernst. Eines Tages will ich das auch. Du bist auf dem richtigen Weg. Wie heißt du? Aristokles. Obwohl mir dieser Name noch nie wirklich gefallen hat. Er klingt wie zahllose andere, die ich in und um Athen gehört habe. Warum nimmst du keinen anderen an? Kann ich das denn? Mein Bruder hatte immer Schwierigkeiten, meinen Namen auszusprechen. Deshalb nannte er mich Plato. Vielleicht benutze ich den. Gefällt mir. Danke. Nun, ich eile besser den anderen nach. Chere. Aristokles kennt man natürlich auch. Überredungstest. Yay. Also, ich konnte sie davon überzeugen. Jetzt muss ich nur noch wissen, was muss ich jetzt als nächstes machen? Was muss ich jetzt noch machen? Oh, so wie es aussieht, muss ich hier Beweise. Töte die Priester und stiehl die Beweise. Töte die Priester und stiehl die Beweise. Alles klar, dann töten wir die Priester und stehlen die Beweise. Let's go. Hey,
Heimlich töten ist ja unsere Spezialität. Ja. Voll in die Fackel rein. Wieder. Ah, Plato. Plato ist doch auch ein sehr gängiger Name, was so Gelehrte angeht. Plato, Plato. Kann ihn nur nicht unterbringen gerade. Okay. Schön, da unten irgendwo zu sein. Heiligtum der Athena. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Ja, die bewachen das Heiligtum, ist mir schon klar. Dann checken wir erstmal aus, wie viele. Viel zu holen. Das war's, oder? Hunde haben die auch. Na toll. Sogar zwei. So ein Mist. Das war blöd. Gleich runter. Das wollte ich nicht. Verdammt. Schnell wieder nach oben. Solange ich Hunde hier habe. Besten ist, wir säubern wieder die ganze Chose hier, dann habe ich überhaupt keine Probleme. Und mit dir fange ich an. Ah, scheiße. Es ist zu laut wieder. Okay, dann fange ich nicht mit dir an. Hund würde ich gerne anfangen, aber... Shit. Geht nicht? Geht nicht. Die haben alle viel zu viel Rüstung an, verdammt nochmal. Weiß nicht, ob die Hunde mich angreifen würden, aber ich glaube schon. Weiß gleich, ob ich die Hunde angreifen kann. Schon mal nicht. Scheiße. Shit. Okay, ich muss jemand abseits erledigen erstmal. Zum Beispiel ihn hier. Und Attacke! Und tschüss. Schnauze. Erst
Leiche weg. Sehr gut. Weiß nicht, ob der Hund angreift. Probieren wir es aus. Nee, der Hund greift gar nicht an. Umso besser. Trotzdem habe ich jetzt kein Ding gekriegt. Das ist natürlich ärgerlich. Egal. Ich kann nicht den im Schlaf töten. Ja, der hat auch wieder zu starke Rüstung, ne? Das gibt's doch einfach nicht. Dann schnapp ich mir halt den ersten Priester. Keine das müssen die Priester sein, die Schläge angeheuert haben und Sokrates loswerden wollen. Zusammen mit den gefälschten Beweisen und unserer Aussage reicht das, damit Sokrates fällt. Wenn sie ihn nicht gleich an Ort und Stelle töten, ist zumindest sein guter Ruf endgültig dahin. Das war aber nicht nett, Freunde. Das war gar nicht nett. Da nun alle Priester tot sind, werden sie nicht mehr gegen Sokrates aussagen können. Nett. Nehme ich mal mit. Das auch. Jetzt habe ich nur ein Problem. Wachen vor dem Eingang. Jetzt muss ich nur noch die Beweise stehlen. Na toll. Na toll. Eine Ablenkung wäre jetzt nicht schlecht. Es brennt! Es scheint sie nicht zu interessieren, ob es brennt oder nicht. Scheiße. Wenn ich da rausmarschiere, habe ich auf jeden Fall ein Problem. Schon. Geht woanders hin. Ja, du hast es dir nur eingebildet. Warte mal. Okay, der ist schon mal weg. Oh. Okay, das war's. Au. Ah. Jetzt muss ich kämpfen. Boah, was? Komm schon! Aua! Ah! Nein! Ach, komm schon! Ach, komm schon! Ach, verdammt! Wieso kann ich die nicht... Mein Attentatsschaden so hoch gepulvert und trotzdem... wieder nicht mehr möglich mit einem Stich töten. Verdammt, Alter, echt. Es wäre alles ein bisschen einfacher, wenn ich wieder alle mit einem Stich töten könnte. Bloß nicht sehen lassen. Ja, nochmal. Bloß nicht sehen lassen. Ah ja. Ein Mist. Jetzt habe ich mich so schön da reingeschlichen. Die Katz wieder. Wie immer. Egal. Thank you.
den Papyrus haben, ergänzen wir ihn um ein paar andere aus unserer Feder. Zusammen mit den gefälschten Beweisen und unserer Aussage reicht das, damit Zucker es verliert. Wenn Sie ihn nicht gleich an Ort und Stelle töten, ist zumindest sein Leben. Sterb, mal LOL! Da brennt einfach einer. Wieso hat der jetzt angefangen zu brennen? Keine Ahnung. Ich steck mal lieber die Leiche. Aber ich habe schon wieder kein Ding aufbauen können. Scheiße, das ist einfach echt kacke. Ohne Adrenalin habe ich keine Chance, überhaupt hier irgendeinen zu schlagen. Ja, mach doch. Mir auf den Sack. Hä, was? Das gibt's doch einfach nicht. Die lässt nicht locker hier. Der lässt auch nicht locker. Zack. Und schon wieder ist mein Adrenalin weg. Ist doch zum Kotzen. Es ist echt schwer hier. Auch mehr Adrenalin. Egal, verstecken wir den auch hier. An diese Priester ranzukommen, echt. Schlagen geht nicht, ich muss tatsächlich Treffer landen. Mist. Das ist auch noch der große Boss hier. Aber keine anderen Gegner gerade in der Nähe. Deswegen könnte ich einfach gegen ihn kämpfen. Oder ich warte einfach, bis er weg ist. Schnapp mir die Priester. Das müssen die Priester sein, die Schläge angeheuert haben und Sokrates loswerden wollen. Jawohl. Zack. Zack. Und zack. Wenn alle Priester tot sind, werden sie nicht mehr gegen Sokrates aussagen. Jawohl, so sieht's aus. Das hätte ich vorher auch machen sollen. Okay. Jetzt zum großen Schiff. Obwohl. Wo läuft er denn hin? Läuft er in Schlangenlinien? Oder sie läuft in Schlangenlinien? Erwischt! Großer Chef. Eingesammelt.
Ich sollte zurück zur Sokrates, hier die Verhandlung beginnt. Ja, jetzt können wir aber auch noch kurz die Schätze plündern. Scheiße, was? So. Und was? Kultistenwachen muss ich auch noch umlegen. Okay, kein Problem. Machen wir. Machen wir kurz den Ort hier fertig. Ciao! Gut. Jetzt zur letzten Kultistenwache. Dann haben wir den ja doch noch ein bisschen stealthy eingenommen hier. Surprise! Uff. Tschüss. Gut. Ah, damit wäre der Ort sauber. Gut. Gut. Oh, was hätten wir? Jetzt haben wir die Beweise. Und jetzt? Wie hieß die Quest von Sokrates gerade? Ah, nee, Alter, echt. Hier. Sokrates Verhandlung. Wo sind wir denn da hin? Ach, wir gehen jetzt zu der Verhandlung. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah. Okay. Machen wir eine Schnellreise. Dann schauen wir mal, wie Sokrates Verhandlung abläuft. Also Beweise hat ja das Hohe Gericht jetzt nicht mehr. Die haben wir ja beseitigt. Genauso wie die Priester. Aber ob das reichen wird, werden wir sehen. Des Anführers. Ah, da ist er ja. Im Garten. Okay. Sokrates? Sokrates, du bist hier. Das bin ich. Was ist geschehen? So schnell kann die Verhandlung nicht stattgefunden haben. Hätte ich die Gelegenheit gehabt, mich selbst zu verteidigen, wäre alles rasch vorbei gewesen. Doch leider ließ man mich schon vorher frei. Das sind gute Neuigkeiten. Ja. Offenbar wurden jene, die eine Anklage gegen mich vorbrachten, tot aufgefunden und ihre angeblichen Beweise gegen mich sind verschwunden. Tja. Das klingt eher, als würde jemand auf dich aufpassen. Es gab auch Leute, die gegen meine Verhaftung protestierten, wurde mir gesagt. Ich muss das fragen. Hattest du etwas damit zu tun? Ich habe geholfen, dich zu befreien. Ja, komm, wir sind ehrlich. Ich meine, er hat uns auch nie angelogen. Musst du das wirklich fragen? Nein, aber du verdientest eine Chance, mir zu antworten. Hattest du Zeit, eine Antwort auf die Worte der Pythia zu finden? In der Tat. Ich dachte, es würde viel länger dauern. Aber in dem Augenblick, als ich nicht mehr darüber nachdachte, traf es mich wie ein Blitz des Zeus. Ja? Wie lautet deine Antwort? Da bin ich immer gespannt, ob er vielleicht draufgekommen ist. Und? Teilst du nun die Meinung der Pythia oder nicht? Die Götter können nicht lügen. Und doch weiß ich, dass ich nichts weiß. Ich musste begreifen, was es für jemanden, der nichts weiß, bedeutet, wenn man ihn weise nennt. Ich erkannte, dass die Pythia zwar meinen Namen nannte, aber gar nicht mich meinte. Wen hat sie dann gemeint? Die Antwort möchte ich jetzt noch nicht laut aussprechen. Die Leute werden sie nicht hören wollen. Und ich muss bedenken, wie ich meinen neuen Glauben Athen vermittle. Oh. Was du auch glaubst. Sei vorsichtig. Ja. Ich will nicht, dass du wieder verhaftet wirst. Bringen wir dich nach Hause. Deine Frau wartet auf dich. Wir sollten dich nach Hause schaffen. Dort hast du es bestimmt bequemer. In vielerlei Hinsicht wird dem so sein. Was den Rest betrifft, darüber entscheidet Xanthippe.
Es ist schön, frei zu sein, aber ich glaube, Xantippe wird sich nicht freuen. Diesmal hat sie allen Grund, sauer zu sein. Wir streiten oft darüber, dass ich vorsichtig sein muss, was ich wann und wo sage. Jetzt wird sie das noch viel öfter ansprechen. Das klingt nicht sehr unterhaltsam. Oh, du missverstehst mich. Ich liebe das. Ach, tust du? Die Leute sehen Xantippe und glauben, es wäre ihre Schönheit gewesen, die mich anzog. Aber ich lechze nach ihrer Streitlust. An mir gefällt die nie jemandem. Wenn meine Meinung angezweifelt wird, hilft mir das, sie zu verfeinern und als Person zu wachsen. Ah. Und ihr gefallen diese Streits auch? Oh, das bezweifle ich. Aber in diesen feurigen Momenten ist ihr Geist am stärksten, wie ein ungezähmtes Pferd. Sag ihr das mit dem Pferd nicht ins Gesicht. Ich fürchte, dein Rat kommt ein bisschen zu spät. Okay. Hey, was? Bring dich in Sicherheit, Sokrates. Ah, schon wieder. Oh, wow, wow, wow. Lasst ihn in Ruhe. Kümmert euch um mich. Lasst Sokrates in Ruhe. Zack, zack, zack und zack. Ja, ja. Ja, gut gemacht. Verdammte Schweine, Alter, echt. Was wollt ihr denn von dem? Ist das vielleicht der Kult? Männer vom Kult? Ja, weiß. So, jetzt komm her. Miststück. Bam. Oha. Okay, das hat nicht gereicht, dann reicht der hier. Zack. Ich frage mich, alles okay? Bei meinem Handwerk ist das manchmal schwer zu sagen. Gehen wir schnell zurück, bevor noch mehr passiert. Ja. Aber Sokrates kann sich nicht mal mehr aufhalten hier in der Stadt. Gibt's ja nicht. Dabei ist er nicht mal in Athen. Okay, ich hoffe, es kommt nicht noch mehr. Irgendjemand hat was gegen dich. Vielleicht deine eigene Frau? Ah, ich glaube nicht. Aber wer weiß. Du bist zurück. Endlich. Ich bin bereit, wieder nach Athen zu gehen. Ich habe genug von Phokis und diesem Gerede über die Pythia. Es wird dich freuen zu hören, dass ich ihre Worte nicht länger brauche. Ah, dann hatte diese ganze Sache ja doch noch etwas Gutes. Da fällt mir ein Schüler von dir hat Notizen von deinen Lehren gemacht. Er wollte, dass du sie bekommst. Was? Warum hast du das getan? Niemand bat ihn darum, meine Worte niederzuschreiben. Und wenn schon, heb sie doch auf. Teile sie mit anderen. Ich kann nicht, wegen einer Geschichte, die man mir als Junge erzählt hat. Okay. Erzähl sie mir. Was war das für eine Geschichte? Der ägyptische König Thamus erhielt Besuch vom Gott Teut. Teut bot dem König die Erfindung der Schrift an und sagte ihm, es wäre ein Wundermittel, um die Erinnerung und die Weisheit zu bewahren. Doch Thamus lehnte ab. Er glaubte, die Leute würden ihr Gedächtnis nicht mehr benutzen, weil sie einfach alles nachlesen würden. Niedergeschriebene Worte, so dachte er, bergen keine Weisheit, sondern erwecken nur den Anschein. Du willst nicht, dass deine Worte aufgeschrieben werden, damit andere nicht so tun können, als wären sie schlau. Wie Tiere in einem Bild bleiben die Worte unbeweglich. Stellst du ihnen eine Frage, verharren sie in würdevollem Schweigen. Und ganz gleich, wie oft man fragt, geben sie doch immer nur dieselbe Antwort. Sie können ihre Botschaft nicht verteidigen. Das ist der Teil, der dir gefällt. Die Verteidigung deiner Worte. Jeder, der spricht, sollte seine Worte verteidigen, wenn sie hinterfragt werden. Deshalb spreche ich, anstatt zu schreiben. Und deshalb werden alle Worte, die meinen letzten Atemzug überdauern, die sein, an die sich die Leute erinnern wollen. Diese Worte werden wahre Weisheit sein und nicht nur eine Illusion. Wo er recht hat, hat er recht. Was wirst du als nächstes tun? Was wirst du nun tun? Wenn ich zurück in Athen bin, werde ich vieles zu bedenken haben. Du wirst vorsichtig sein, ja? Wenn ich mich entscheiden muss zwischen Schweigen und Sicherheit oder Sprechen und Gefahr, wird mir die Wahl nicht schwerfallen. Okay.
Es wird Zeit zu gehen. Ich sollte los. Ich bin froh, dass du frei bist. Ich auch. Aber da wäre noch etwas, wenn du gestattest. Ich kann dich wohl kaum aufhalten. Wir glauben gern, dass Taten stets ein Fortschritt sind. Aber in Wahrheit geht es meist um Kontrolle. Je mehr wir handeln, desto mehr Kontrolle scheinen wir zu haben und desto weniger überlassen wir anderen. Doch wenn wir zu fest zugreifen, zerquetschen wir, was wir bewahren wollen. Und das heißt? Das heißt, dass sich das Leben manchmal entwickeln muss, ohne dass wir den Ausgang beeinflussen. Das werde ich mir merken. Das hätte ich fast vergessen. In deinem Brief schriebst du, du müsstest mich etwas fragen. Was denn? Weißt du, das habe ich inzwischen vollkommen vergessen. Pass auf dich auf, Alex. Was? Okay. Halt dich aus Ärger raus, Sokrates. Alter. Er ist ja schon komisch, aber ich mag ihn. Ich mag ihn schon.